und herzlich willkommen bei der Dialekte-Hotline. Mit welchem Dialekt kann ich Ihnen heute helfen? Mit Burgenländisch, bitte. Gerne. Einen Moment, ich verbinde Sie. Servus, ich bin's, der Michi. Ich bin 29 und ich sprich Burgenländisch. Servus, Michi. Na, sagst du's nochmal auf Hochdeutsch? Hallo, mein Name ist Michi, ich bin 29 und ich spreche Burgenländisch. Wichtigste Frage vorab. Ist Burgenländisch was anderes als Wienerisch? Ich denke schon. Natürlich ist es was anderes, weil es einfach aus einer ländlicheren Gegend kommt. Es wird auch gerne von den Wienern als bisschen bäuerlich angesehen. Wo spricht man denn Burgenländisch überall? Im Burgenland, wie der Name schon verrät, das ist das östlichste Bundesland Österreichs. Und da komme ich her. Michi, was ist dein Lieblingswort auf Burgenländisch? Mein absolut liebstes burgenländisches Wort ist verwordagelt. Verwordagelt. Was könnte es bedeuten, glaubst du? Verdammt? Nein, diese Antwort ist falsch. Ich werde es in einem Satz verwenden. Was hast du denn da gemacht? Schaut ganz schön verwordagelt aus. Missraten? Ja! Was würdest du denn sagen, ist das Besondere an der Aussprache beim Burgenländischen? Ich habe das Gefühl, das Burgenländische klingt sehr entspannt. Ja, du merkst einfach, diese Leute haben Zeit, sie nehmen sich Zeit. Und wenn man jetzt so nach den Stereotypen geht, das ganz klassische Burgenländisch wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, mein Mui, da hat man gesagt, ich soll die Kuh fördern. Und das wäre einfach so dieses Ui. Das ist so das klassische Burgenländisch, wie es im Buche steht. Man verschluckt dann gerne schon so die Vokale. Also wenn ich jetzt sage, ich fahre Auto, dann würde ich sagen, ich tue Auto fahren. Michi, ich würde gerne einen Satz lernen, der mir im Alltag auch weiterhilft. Hast du einen? Was ich ganz klassisch finde, ja einerseits fürs Burgenland, aber generell für Österreich, ist einfach der Satz, das geht sich nicht aus. Das sagen wir in allen möglichen Situationen, wo etwas einfach nicht passt. Sei das jetzt zeitlich, es geht sich nicht mehr aus, dass ich heute bei dir vorbeikomme, oder was den Platz, was Örtliches angeht, dann kann ich sagen, in die Parklücke passt sich nicht einer, das geht sich einfach nicht aus. Das geht sich nicht aus. Das war astrein. Ja? Ja. Und wie würde man sich begrüßen? Wahrscheinlich mit Servus. Servus? Ja, und was auch manchmal ist, wenn du noch cooler sein möchtest, dann sagst du einfach Servus. Servus? Ja. Servus. Very cool. Was würde ich denn sagen, wenn ich mal richtig dringend aufs Klo muss? Ich muss aufs Heisel. Heisel ist die Toilette? Ja, aber quasi das Häuschen, kann man sagen. Ah. Und wenn ich ein Getränk bestellen möchte, in einer Bar oder in einem Club, was würde ich da sagen? Ich hätte gerne einen weißen Spritzer, bitte. Einen weißen Spritzer? Yes. Ich hätte gerne einen weißen Spritzer, bitte. Warum lachst du? Na, weil es perfekt ist, du würdest ihn sofort bekommen. Was würde ich denn kriegen? Das wäre eine Weißweinschorle. Weißwein mit bisschen Soda. Wenn dir jetzt jemand seinen Drink irgendwie über die Hose kippt, was würdest du dann sagen? Deppert, da kannst du nicht aufpassen. Schau, wo du hinsteigst, Geschissener. Deppert, kannst du nicht aufpassen, wo du hinsteigst, Geschissener. Und kannst du das nochmal übersetzen, was das dann im Einzelnen heißt? Deppert, da ist quasi du Blöder. Kannst nicht aufpassen, also kannst du nicht aufpassen, wo du hinsteigst, wo du hintrittst. Und am Schluss habe ich noch drangehangen, Geschissener. Das heißt sowas wie, ja, du Scheißkerl. Einfach schöne Worte. Und wie verabschiede ich mich? Pfiatti. Pfiatti? Ja. Und was wäre ein Satz, den wirklich jeder und jede kennen sollte? Das ist ja voll leibend, Alter. Das habe ich schon mal gehört. Tatsächlich? Ja. Und wann würdest du diesen Satz sagen? Ja, wenn irgendwas richtig gut ist. Leibend heißt einfach, was heißt es genau? Einfach toll, fantastisch, phänomenal. Und Alter ist dann einfach Alter? Richtig, aber das sagt man bei uns tatsächlich sehr, sehr oft. Also Alter ist universell einsetzbar. Du könntest es auch sagen, wenn dir was runterfällt, dann sagst du Alter. Oder du siehst jemanden, der dir im Club gefällt, dann lächelst du rüber und sagst Alter. Was würdest du sagen, was sagt das Burgenländische so über die Menschen aus, über die Mentalität? Die Burgenländerinnen, Burgenländer sind sehr entspannt. Es gibt wirklich viele, viele Leute, die Bauern sind, die eine Landwirtschaft haben. Und die haben einfach, finde ich, eine andere Lebensweise. Ein bisschen entschleunigt, massig Zeit. Wir sind hier, um zu genießen. Das Burgenland ist ja auch so eine Genussregion. Und gibt es auch Vorurteile gegenüber BurgenländerInnen und die es sprechen? Auf jeden Fall. Also was in Österreich sehr verbreitet ist, ist der Burgenländerwitz, wo einfach immer die Pointe ist, dass wir im Burgenland alle komplett
dumm sind, dass wir einfach keine Bildung haben. Und das ist natürlich ein fürchterliches Vorurteil. Natürlich kenne ich sehr viele BurgenländerInnen, die äußerst intelligent sind. Von dem her weiß ich, dass es natürlich nicht stimmt. Michi, ich bin bereit für die Dialekte-Challenge. Du kannst mir jetzt einen Satz vorgeben und den lerne ich. Gehen wir zum Heurigen und treffen wir uns auf ein paar Spritzer und ein paar Grammel-Bogatscherl. Was sind denn Grammel-Bogatscherl? Grammeln kennst du nicht? Nee. Das ist dieses, wenn du quasi von einem Tier das Fett nimmst und dann so kleine Kügelchen draus machst. Zum Snacken. Und ein Bogatscherl wäre dann, glaube ich, wenn die Grammeln auch irgendwo so eingebacken sind, in so einem kleinen Gebäck. Und ein Heuriger, kann man dann schon sagen, ist so ein, wie ein Biergarten, aber halt ein Weingarten. Richtig, das ist mal eine gute Assoziation. Geh mal zum Heurigen, trink mal ein paar Spritzer und ein paar Grammer Pogacar. Ja, very cool. Ja, da wäre ich sofort dabei, wenn du mich so ansprichst. Ja, Michi, dann Pfirti. Pfirti, es war super. Das war die Dialekte-Hotline mit Burgenländisch. Und mich würde interessieren, welches euer Lieblingswort auf Burgenländisch ist. Schreibt's unten in die Kommentare. Pfirti, ne? Herr Spoiler.